Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Fans in der Sparkassenarena, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel zwischen dem THW Kiel und dem VfL Gummersbach. Die Partie endete 33-27 für den THW Kiel. Zur Halbzeit stand es 13-11. Beste Kieler Torschützen waren Johan Kaneas und Steffen Weinhold mit je 8 Treffern. Für die Gäste traf Raúl Santos 9-mal. Als Gesprächspartner begrüße ich von den Gästen Trainer Emir Kotagic und vom THW Kiel Trainer Alfred Gislason und Geschäftsführer Thorsten Storm. Herr Kotagic, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, schönen guten Abend. Zuerst Glückwunsch an Alfred und THW. Ich denke, zum verdienten Sieg. Wir hatten uns vorgenommen, heute frei aufzuspielen und einfach Spaß an diesem Spiel zu haben. Ich glaube, das ist uns auch phasenweise gelungen. Wir haben zu Beginn sehr gut mitgehalten, auch lassen ein paar gute Gelegenheiten liegen und selbst die 9-6-Führung auf unserer Seite. Das heißt, das war soweit in Ordnung. Nun nachher, klar, kommt auch die individuelle Klasse dieser Mannschaft vom THW, die uns zu Fehlern zwingt. Wir sind dann in einer Phase, glaube ich, über 4 Minuten in Unterzahl, wo THW wieder Zugriff zum Spiel bekommt und dann wird es natürlich schwierig und das weiß auch jeder. Wenn Kiel dann einmal ins Laufen kommt, wird es schwer, aber gut, ich kann nicht ganz zufrieden sein. Wir haben einige Fehler vielleicht zu viel gemacht in diesem Spiel. Nichtsdestotrotz kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben gekämpft, wir haben auch nicht aufgegeben, wo es 7-8 Tore für Kiel stand. Wir haben dann auch ein wenig versucht, Aggressivität zu bringen. Eventuell wäre Kiel ein wenig angeschlagen durch die ganzen englischen Wochen in den letzten Wochen und wir haben meiner Meinung nach auch dort uns gut mit der offensiven Abwehr präsentiert, aber das hat heute nicht gereicht, um THW vielleicht ein wenig mehr in Bedrängnis zu bringen, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Spiel, was wir nicht gewinnen müssen. Wir wollten hier uns vernünftig präsentieren. Ich glaube, das ist uns auch gelungen und wir müssen jetzt Kopf nach oben heben und uns auf die nächsten Wochen vorbereiten. Das wird schon hart genug jetzt mit weiteren Spieltagen und Pokalrunde noch zwischendurch. Das heißt, es ist noch, sind noch einige Spiele zu absolvieren. Wir müssen dieses Spiel jetzt abhaken und uns nach vorne orientieren. Nochmal Glückwunsch an Kiel zu den 2 Punkten und alles Gute für den Verlauf der Saison. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Alfred, dein Statement bitte. Ja, danke, Emir. Also ich muss sagen, also ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir gewonnen haben. Ich bin natürlich nicht zufrieden mit unserer ersten Halbzeit. Wir kamen sehr langsam ins Spiel und Abwehr war nicht, oder wir haben uns dann ziemlich oft ausspielen lassen und in Angriff haben wir unwahrscheinlich viele Fehler freistehend teilweise uns geleistet gegen Lichtlein wenn nicht Johan Sjöstrand einen super Tag in der ersten Halbzeit auch hat und wo er 10 Paraden hat, haben wir schon ein riesiges Problem da und können eigentlich von Glück reden und uns bei ihm bedanken, dass wir nicht hoffnungslos zurücklagen zur Halbzeit. Ich habe sicherlich ist es auch ein bisschen so, dass wir sehr viele Spiele in den Knochen haben, aber nach den sehr wichtigen Spielen in den letzten Wochen, die wir gewonnen haben, habe ich befürchtet, dass man sagt, naja gut, jetzt können wir einen kleinen Gang zurückschalten. Aber ich habe immer darauf hingewiesen, dass Gummersbach eine Mannschaft ist, die uns die größten Probleme bereitet hat die letzten Jahre und wir haben letztes Jahr zum Beispiel Glück, nachdem wir mit 7 zurücklagen, hier zu Hause in der Schlusssekunde alle gewonnen haben. Ja, davor haben wir auch unentschieden zu Hause gespielt und so weiter und das ist sehr, auch super, richtig gut organisierte Mannschaft ist und wenn man nicht aufpasst, ist das sehr gefährlich und deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Start in der zweiten Halbzeit. Da haben wir einen super Start hingelegt und dieser Start hat uns ein bisschen mehr Sicherheit gebracht und konnten uns ein bisschen absetzen und letztendlich den Sieg gebracht. Also Kompliment an meine Mannschaft trotz allem und bin sehr zufrieden, dass wir die 2 Punkte hier haben. Vielen Dank, Alfred.
Thorsten, nach drei Heimspielen geht es jetzt auf eine längere Auswärtstour mit dem Auswärtsspiel in La Rioja und dem Bundesligaspiel in Minden. Nichtsdestotrotz ein kleiner Rückblick auch auf den November. 8 Spiele, 8 Siege. Wie fällt jetzt erstmal die Zwischenbilanz aus? Ja, wie Alfred eben schon sagte, wir sind natürlich sehr froh, dass unsere kleine Serie auch heute gehalten hat, denn im letzten Jahr war es ja doch deutlich knapper und dass wir den Hebel jetzt in der Halbzeit so umgelegt haben, nach den vielen Spielen und nach den Anstrengungen und starken Gegnern, das war heute jetzt ja kein Spaziergang, weil man sieht ja, dass Gummersbach das auch drauf hat und am Ende, ja, es war irgendwie so ein Spiel so passend zum ersten Advent. Also auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal sehen, so Joan Caneas und auch Steffen Weinhold heute, das ist schon eine Top-Leistung. Das darf auch nicht untergehen, denn die Quoten, die die heute gehabt haben, das war schon richtig klasse. Die waren wirklich kaum zu stoppen und das zeichnet uns, finde ich, aus, dass wir halt auf jeder Position Spieler haben, die Spiele entscheiden können. Und heute waren es, glaube ich, die beiden zusammen mit Johann Stöstrand und deswegen haben wir auch verdient, die beiden Punkte hier behalten. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die Beteiligten? Ralf Abrates. Alfred, die Quote hast du schon angesprochen, die nicht so gut war im Angriff. Viele Lattenpfostentreffer, viele gescheitert an Lichtlein freistehend. Macht das ein bisschen Sorge im Spiel oder vor dem Spiel gegen La Rioja? Nein, überhaupt nichts. Also, wir haben ein ähnliches Erlebnis gehabt vor dem Spiel in Paris gegen eine Mannschaft, die bei weitem nicht so stark ist wie Gummersbach, also gegen Erlangen. Das haben wir gut weggesteckt. Jetzt ist es so, dass wir nach La Rioja müssen, wie auch immer. Soweit ich weiß, wird gestreikt. Also wahrscheinlich müssen wir morgen mit Autos fahren oder was. Aber nee, eigentlich nicht. Das ist auch nicht, dass wir irgendeiner auf die Idee kam, Gummersbach zu unterschätzen. Im Gegenteil, wir wissen, das ist eine junge Mannschaft, die super Handball spielt und uns, wie gesagt, immer wieder an Rande Niederlagen. Haben natürlich große Sympathie in unserer Mannschaft, weil die haben uns auch die Meisterschaft gerettet letztes Jahr. Und offiziell würde ich mich ja diesmal dann bei ihm bedanken für die Einstellung der Mannschaft damals. Aber wie gesagt, das ist jetzt die nächsten Aufgaben sind genauso schwer. Wir sind aber denke ich gut drauf und hoffentlich kann ich jetzt auch Palmason bringen am Mittwoch. Die Ärzte haben mich darum gebeten, das nicht zu machen heute. Das wäre noch zu viel Risiko und dann irgendwann ist Philipp auch wieder dabei. Dann habe ich wird auch einer wie Kanne etwas frischer, auch wenn das völlig egal ist. Der sieht ein bisschen müde aus, aber er liefert ein super Spiel nach dem anderen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ich sehe das nicht der Fall. Wir sehen uns hier erst wieder am 14. Dezember zum besagten Heimspiel gegen TSV Hannover-Burgdorf. Am 17. für das Pokalspiel gegen den TuS N Lübbecke gibt es noch einige Karten an den Kassen. Und wir würden uns sicherlich freuen, wenn unsere Mannschaft auch in diesem Spiel von Ihnen allen so lautstark unterstützt wird wie heute. Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Adventszeit, unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Kommen Sie gut nach Hause. Danke und tschüss.